Ja, soweit die Zahlen. Wir sprechen dazu gleich mit Brandenburgs Integrationsbeauftragten. Vorher lernen wir einen Fall und ein Schicksal hinter den Zahlen kennen. Achil Soppe sucht Hilfe in der Flüchtlingsberatung des evangelischen Kirchenkreises in Hennigsdorf. Seit 2005 lebt der Kameruner in Deutschland. Inzwischen hat er eine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Wohnung findet er nicht. Ich arbeite, ich verdiene. Ich habe im HVB gemeldet. Seit 2016 war ich da. Jede Woche, ich gehe da. Ich war da, das erste Mal, die Frau hat zu mir gesagt, gib eine Liste. Weil der 39-Jährige keine bezahlbare Wohnung fand, konnte er weiter hier in dieser Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge wohnen. Im Frühjahr meldete er sich hier nicht regelmäßig und verlor deshalb automatisch seinen Platz. Sie hat zu mir gesagt, nein, du wohnst nicht mehr hier. Ich sage, so, warum? Meine Zimmer ist hier, ich habe die Schlüssel von meinem Zimmer. Neben den Flüchtlingen, deren Asylverfahren läuft, leben in Hennigsdorf und Lenitz auch Flüchtlinge, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung haben, in Gemeinschaftsunterkünften. Denn bezahlbare Wohnungen sind im Speckgürtel kaum zu finden. Ich habe keinen Platz, wo kann ich schlafen. Ich schlafe manchmal bei Freunden. Ich kann nicht den ganzen Monat bei Freunden schlafen. Ich kann noch eine Woche, denn die nächste Woche, ich kenne so andere Freunde. Simone Tetzler vom evangelischen Kirchenkreis Oberes Havelland weiß aus Erfahrung, wie anstrengend dieses Leben für Achil Soppe ist. Es ist im Grunde genommen eine verdeckte Obdachlosigkeit. Die Menschen wandern ab in sehr prekäre Wohnverhältnisse. Sie wohnen zu fünft auf 12 Quadratmetern. Ein sehr anstrengendes, unstetes Leben, was auch nicht gerade arbeitsfördernd ist und damit eigentlich ständig unterwegs sind und nie irgendwo ankommen. Im Landkreis ist das Problem um den Wohnungsmangel bekannt. Für den jahrelangen Verbleib in den Gemeinschaftsunterkünften gibt es aber noch andere Gründe. Psychisch Erkrankte, Suchtprobleme, Schuldenprobleme, das sind natürlich alles Hemmnisse, die einer Wohnungsaufnahme entgegenstehen. Und auch, ja, ich sag mal, persönliche Motive. Viele wollen nicht den Berlin-nahen Raum verlassen, wollen nicht in die ländlichen Regionen gehen. In dieser ehemaligen Kaserne in Lenitz baut der Landkreis gerade 170 Wohnungen aus. Ein Drittel davon wird sozial Schwachen zur Verfügung gestellt, also auch Flüchtlingen. Gebraucht wird aber viel mehr. Gerade auch in den 90er Jahren sind Bundes- und auch Landesmittel in den sozialen Wohnungsbau geflossen. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Ja, und wenn man sozialen Wohnraum schaffen will, dann müssen diese Mittel wieder aufgelegt werden. Diese finanziellen Mittel sind auch deshalb notwendig, damit Flüchtlinge mit Aufenthaltsgenehmigung in eine eigene Wohnung ziehen und sich so integrieren können. Ja, wir wollen das Thema vertiefen mit der Integrationsbeauftragten des Landes, Doris Lemmermeier. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wie ist denn aktuell die Lage der Unterbringung nach Ihrer Meinung? Wesentlich entspannter, als wir sie 15, 16 haben. Die Problemlage hat sich natürlich verschoben. Durch den Rückgang der Zahlen sind neue Probleme entstanden. Die Menschen sind in anderen Situationen, jetzt Lebenssituationen. Und das zeigt sich natürlich auch in ihrer Unterbringung. Also wir haben weniger Unterkünfte, brauchen wir, weil weniger Menschen gekommen sind jetzt die letzte Zeit. Und sie ziehen mehr in Wohnungen, sie fangen an zu arbeiten, die Kinder gehen in die Schule, sie fangen an, sich zu integrieren. Wir haben jetzt 4 Jahre seit 2015, da ist viel passiert. Jetzt haben wir aber auch gelernt, dass nicht alle wirklich dann eine Unterkunft finden, auch gerade wenn sie dann schon aus diesem Verfahren raus sind. Woran liegt das? Gibt es bei Landkreisen und Kommunen auch ein Interesse, dass die Geflüchteten in den Unterkünften bleiben, weil sie vielleicht auch dann ihre Investitionen wieder rausbekommen? Da möchte ich lieber nichts jetzt beurteilen, warum das so ist. Da mag mal der eine Grund, mal der andere Grund sein. Die Landkreise machen das natürlich auch sehr unterschiedlich. Die Landkreise haben aber auch sehr unterschiedliche Situationen. Wir haben den Berlin-nahen Raum, wir haben den Berlin-fernen Raum, wir haben die kreisfreien Städte und Gemeinden, wir haben die Mittelzentren und da sind jeweils ganz unterschiedliche Unterbringungssituationen. Und jede Kommune hat natürlich auch sich anders verpflichtet. Manche haben damals in der Not eben auch längerfristige Verträge abschließen müssen, weil sie sonst keine Plätze gehabt haben und sind jetzt in der Schwierigkeit. Aber ich würde sagen, in so einem Fall wie im Filmbeitrag würde ich keine solchen Hintergründe vermuten, sondern in Hennigsdorf gibt es kaum Wohnungen. Und dieser junge Mann, der kann dann auch nicht irgendwo wohnen, wo er mit dem
Bus nirgendwo hinkommt, weil dann kann er nicht mehr arbeiten. Also das sind schon sehr schwierige Situationen. Jetzt haben wir aber auch gehört, dass gerade auf dem ländlichen Wohnungsmarkt noch Leerstand ist. Im Berlinnahen Raum, Sie haben es selber angesprochen, da ist es eher schwierig. Sind die Flüchtlinge selbst schuld, wenn sie also nicht aufs Land wollen? Das würde ich nicht so sehen, weil sie wollen natürlich auch arbeiten. Und sie wollen auch die Kinder zur Schule schicken. Und wir vergessen leider oft, dass sie eben auch in der Regel kein Auto haben. Für uns ist es selbstverständlich, wir suchen ein schönes Haus im Grünen und freuen uns und steigen jeden Morgen ins Auto und fahren zur Arbeit. Aber es gibt auch keine Mitwirkungspflicht für die Geflüchteten. Mitwirkungspflicht? Dass sie dort in eine Wohnung dann kommen, die ihnen dann vielleicht vorgeschlagen wird auf dem Land. Insofern, als sie dann irgendwann kein Angebot mehr bekommen. Also natürlich, so, dieser junge Mann, weiß ich nicht, wie viele Angebote er hatte, ob er Angebote hatte. Aber sie müssen natürlich schon gucken, wie kann ich denn wohnen, so dass ich dann auch zur Arbeit komme? Wie kann ich mein Leben gestalten? Und wenn ich kein Auto habe, aber mitten auf dem Land lebe, sieht es schwierig aus. Mit Bitte um kurze Antwort. Welche Schulnote geben Sie der aktuellen Situation der Unterbringung? Da würde ich von Landkreis zu Landkreis variieren. Vielleicht 2,5 insgesamt. Sagt Doris Lemmermeier, die Integrationsbeauftragte hier im Land Brandenburg. Dankeschön. Danke Ihnen.